Und damit herzlich willkommen zur dritten Mission der Skrin-Kampagne von Command & Conquer 3 Tiberian Wars. Lokalisieren Sie den Ursprung des ICOR-LQ-Signals, indem Sie die beiden Informationsgebäude der Region erobern. Ah ja, in Kroatien übrigens und so. Relaisknoten fertiggestellt. Bau aller 19 Brückenköpfe in Arbeit. Der Widerstand nimmt allerdings weiter zu. Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten. Ablenkungstaktik gescheitert. Sieg äußerst unwahrscheinlich. Empfehle sofortigen Abbruch der Mission, Großmeister. Die Mission wird wie geplant fortgesetzt. Der Oberlord vermutet eine bewusste Herbeiführung der ICOR-LQ-Detonation, um unsere Sammler anzulocken. Zielgebiet nach Beweisen für vorsätzlich herbeigeführte Detonation durch indigene Population absuchen. Sämtliche ICOR-Informationen konfiszieren und weiterleiten. Befehl akzeptiert. Leite fragwürdige Befehle an Bodeneinheiten weiter. Primären Explosionskrater geortet. Ah, wie wir mitkriegen, sind die Skrin so ein kleines bisschen dahinter gekommen. Einen Moment mal, ich glaube, das ist nicht natürlich passiert, das hat irgendjemand hier bewusst herbeigeführt und irgendjemand verarscht uns hier gerade nach Strich und Faden. Das pisst uns ein bisschen an, so. Ja, schon interessant. Ab geht's. Großmeister, die ICOR-LQ-Datenbanken der Menschen sind in zwei Gebäuden in dieser Region untergebracht. Vielleicht enthalten diese Datenbanken Informationen, wie und warum das Signal, das uns hergeführt hat, vorzeitig erzeugt wurde. Erobern Sie die Gebäude und sichern Sie sie mit allen Mitteln gegen Angriffe. Sie haben ab sofort Zugriff auf unsere Korruptoren. Sie dürften dieser Region äußerst nützlich sein. Ich spüre aber... Initialisiere Video-Uplink. Missionsausführung unzureichend. Der Overlord verliert die Geduld. Alle ICOR-LQ-relevanten Informationen und Artefakte bergen. Sofort. Okay. Empfange Nachricht. Großmeister, wir haben zwei Informationsgebäude lokalisiert, die Daten über die Explosion von ICOR-LQ enthalten. Erobern Sie die Gebäude und sichern Sie die Daten. Alles klar. Die Informationsgebäude sind mit modernen Defensivsystemen gesichert. Vernichten Sie sie, um die Eroberung der Gebäude zu ermöglichen. Also wenn wir als Alienrasse sagen, moderne Defensivsysteme, dann haben die Obelisken wirklich was drauf, würde ich mal sagen. Okay, zerstören Sie die Abwehrstellung im Umfeld der Informationsgebäude. Erobern Sie die beiden Nordinformationsgebäude. Zerstören Sie die GDI-Basis, das ist optional. Interessant. Im Nordosten. Aber solange sie sich gegenseitig kloppen, genieße ich ein bisschen die Ruhe. So, was wissen wir denn ansonsten so? Jenseits der Gewalt, das haben wir gesehen, Gegenschlag der feindlichen Population. Offensive in mehreren Zielorten gestoppt. Die indigene Population hat sich neu organisiert, formiert sich zum Gegenangriff. Die indigene Population nutzt die im Laufe der Kämpfe identifizierten Schwachstellen. Anfangsvorteil verloren. Kampf wandelt sich vom asymmetrisch zu symmetrisch. Taktische und strategische Überlegungen hat jetzt oberste Priorität. Bewusst herbeigeführte ICOR-LQ. Ich finde es durchaus bei den Skrin interessant, ihre Sichtweise zu sehen. Die Gene Spezies hat ICOR-LQ-Gerät gezündet, um Ernteoperationen zu forcieren. Warum? Wie? Implikation für die Mission? Implikation für den Overlord? Analyse der ICOR-LQ-Detonation hat oberste Priorität. Bau abgeschlossen. Mal sehen, was wir da so rausfinden, ne? Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ey! Einheit geortet. Einheit wird. Ich chill hier doch nur. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Ich chill hier doch nur. Au, 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 au. Nein, nein, nein. Das hat wehgetan. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ah ja, wir haben die Korruptoren. Ich muss ehrlich gestehen. Ich hätte jetzt lieber Tripods oder Schiffe. Alles hätte ich gerne. Einfach nur alles, danke. Aber egal. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Wollen wir nochmal einen Sammler? Bau abgeschlossen. Da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Gefeite. So gerne ich das sagen würde, wenn zwei sich streiten, wollte sich der dritte. Ich kriege jetzt aber auch ein paar Schläge ab hier und da. Wird gebaut. Hm.
So, wird gesammelt. Mastermind hat sich erholt. Wunderbar. Bau abgeschlossen. Dann hätte ich gerne das schöne Tiberium hier. Die Mutanten. Könnte ich dann auch die Mutantentypen einsetzen? Hm. Sieht fast so aus, als würde Nord Fortschritte machen, ne? Ich meine, durch die Verteidigung müssen die erstmal durch, aber trotzdem. Das Problem ist, sobald GDI weg ist, müssen wir uns selbst um Nord kümmern. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Beziehungsweise, dann... Solange die sich jetzt gegenseitig immer noch beträufeln mit Einheiten, nutzen wir das mal aus. Wird ausgebildet. Wird gebaut. Oh, wir könnten Tripods machen. Weil die Korruptoren sind quasi wie Flammenpanzer. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ist ein bisschen uncool. Ja, ich glaube, ein Blitzturm könnte jetzt ganz praktisch sein. Danke. Hey! Blitzturm, sag mal. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird ausgebildet. Einheit. Ich hab doch mein. Hab ich mein Mastermind noch? Ja. Kannst du den übernehmen? Tu es! Tu es! Hä? Oh mein, ich bin in irgendeinem Planungsmodus, oder? Was ist denn jetzt los? Spiel? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich kann nicht mal Escape drücken. Jetzt! Jetzt geht's! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie viele Avatare! Wird ausgebildet. Aus irgendeinem Grund konnte ich gerade nicht gescheit irgendwas drücken. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Wie wär's denn mit noch ein paar Einheiten? Einheit verloren. Ich kann nicht. Was ist denn los? Ich kann nicht mehr auf Escape drücken. Ich kann nicht mehr ins Menü. Von hier kann ich das leider auch nicht. Aus irgendeinem Grund stimmt hier irgendwas gerade nicht. Ja, jedes Mal, wenn ich jetzt Escape drücke... Ah, jetzt. Na, dankeschön. Okay, ja. Ich würde mal sagen, dann bedanke ich mich mal... Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ich würde mir hier einen Cut setzen, wollte ich sagen. Obwohl, ich kann jetzt wieder aufrufen, ne? Ne, ich habe noch München. Oh Gott, ich habe hier noch gar nicht gespeichert gehabt. Ah, ne. Naja, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Irgendwas stimmt hier wirklich überhaupt nicht. Dann, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da wären wir wieder. Mit einem Neustart natürlich. Ich hätte aber eigentlich... Missionsausführung unzureichend. Der Overlord verliert die Geduld. Alle IQ-LQ-relevanten Informationen und Artefakte bergen. Sofort. Eigentlich hätte ich tatsächlich hergehen können. Nachricht. Großmeister. Naja. Ich hätte wirklich hergehen können und erstmal schon beim Blauen Tiberium meine Base aufstellen. Egal. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wir brauchen schnell was. Dass da gleich 5 Avatare ziemlich schnell kommen, gefällt mir mal so gar nicht. Holen wir uns mal so schnell es geht, so viel Geld wie möglich. Und schauen wir mal, dass wir so ein bisschen auf den Putz hauen. Dame Putz. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Wird ihr noch ein bisschen Zeit brauchen hier? Bau abgeschlossen. Staatseinheit geortet. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Wie weit darf ich denn das Ding bauen? Ist ja auch Wahnsinn. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Ja, die Korruptoren hier, naja, sind so okay. Aber ich kann mich nie erinnern, die großartig gebaut zu haben. Ah, man darf da Wasser dran anschließen. Interessant. Bau abgeschlossen. Mit Wasser kombinieren. Waffe erzeugt Viskeroiden. Stimmt, das war auch noch so eine Sache. Boah, die Tentakel. Haben Sie schon mal heute über Cthulhu gesprochen? Wird gebaut. Wird ausgebildet. So, die haben weiterhin ihren Spaß und ich brauche jetzt mal wirklich Ressourcen. Und zwar en masse.
Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Na best, Bau noch mehr. Abgeschlossen. Und noch mehr. Zu wenig Energie. Und Energie hätte ich auch gerne. Optionen. Wird gebaut. Ich weiß, ich will gerade sehr viel. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ich bin gespannt, welche Lufteinheiten bauen darf. Wenn da schon alles drin ist, dann weiß ich schon, was ich spam. Vor allem, weil der Gegner ja nicht sehr viel Luft hat. Die haben wirklich nur hinten ein bisschen Luftabwehr, ne? Hm. Aber hier, wie Nord rasiert schon wieder durch. Nord ist ja. Okay, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Avatare stärker sind als in der Ursprungsversion. Ursprünglich hätte Nord nicht so stark sein können. Jetzt hauen die ja einfach durch wie sonst was. Weil die neuen Avatare, du musst die ja nicht mal mit irgendwas kombinieren, die sind schon verdammt stark. Ja, die. Ich könnte auch mit Bassern kommen. Ja, hier. Gedönskirchens, aber. Hm. Technologie-Assembler. Könnten wir machen. Könnten sie auch einfach lassen. Wenn du fertig bist, gehst du zu dem hier. Die rasieren einfach durch. Schaut euch das mal an! Man merkt ja wirklich, also. Es liegt halt wirklich daran, dass die Avatare stark gebufft wurden seit der Ursprungsversion. Und man merkt, dass das noch nach der Ursprungsversion gebalanced ist hier. Wird gebaut. Wird gebaut. Was für Bälle. Technologie Assembler. Hey, GDI vernichtet sich quasi von selbst. Alles klar. Bau abgeschlossen. Staatseinheit geortet. Ich finde es aber auch lustig, dass während wir da sind, einfach die GDI sagt, ach, hier, Nord sagt, ist uns egal. Und GDI natürlich auch. Wir fighten weiter gegeneinander, aber wir wissen ja, wie das läuft. Wir wissen, wie der Hase hier läuft. Wird gebaut. Na, ja, wir brauchen Tripods hier. Auch um was gegen die hier zu machen. Hauptsächlich kommt Nord auch gerade mit Fahrzeugen. Ne? Oh, ein Mammutpanzer mit Railguns. Wieso? Aber die haben auch Tarngeneratoren mit drin. Wie gemein und eklig, ey. Vor allem auch eklig und gemein. Hm, ja, ganz ehrlich, Tripods hier. Guck mal, wer da kommt. Da sind sie schon. Abgeschlossen. Wird ausgebildet. Ungeeigneter Bauplatz. Hey! Ungeeigneter hey. Bauplatz. Danke. Neue Bauoptionen. Einheit verloren. Wird ausgebildet. Einheit wird angegriffen. Energiefeld. Ja, genau, dass ich die Schutzschilde bekomme. Bitte, danke. Was haben wir denn? Also hier, Energiefeldgeneratoren. Die wichtigsten Einheiten werden mit befördert. Schocktrooper mit Plasmadiskwerfern. Schocktrooper, das waren doch, glaube ich, die hier, ne? Ne, das waren Desintegratoren. Das waren die Schocktrooper. Ah, da! Plasmadiskwerfer. Teleportset. Wird gebaut. Erhöht den Schaden. Rüstet Schocktrooper mit Teleportsets aus. Machen wir es mal das. Einheit wird angegriffen. Wegen was waren die nochmal gute Schocktrooper? Fahrzeuge, Gebäude. Ja, das hilft gerade ganz gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Die Stasi-Kammer. Reparatur läuft. Sie läuft nicht mehr. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit verloren. Oh, endlich mal das Spielzeug hier raus jetzt. Mit den Tripods. Jetzt beginnt die richtige Party. GDI vernichtet sich quasi jetzt von selbst. Gut, ganz von selbst nicht, aber von selbst genug. Wir müssen jetzt bald auch unsere schönen Schutzschilde bekommen, nicht wahr? So, mal ein bisschen zurück. In der Zwischenzeit hätte ich gerne. Komm, machen wir ein paar Schocktrooper. Mal gucken, was die mir bringen. Schilde! Gebaut. Okay. Tiberiumfeld abgebaut. Tiberiumfeld ist echt abgebaut die letzte Zeit. Genau, das waren die Schocktrooper, aber die werden ja nochmal interessanter, sobald die dann ihre Plasma-Diswerfer haben. Oh ja, also
Tripods können auch zu den Einheiten, die in der kritischen Masse einfach alles zerflexen. Das ist auch so richtig schön im Vorbeigehen, das fand ich schon immer schön an denen. So, wann haben wir die Plasma-Discs? Oh, die haben wir schon? Ah, die haben wir schon. Ja, das hat sich von selbst erledigt, finde ich gut. Brrr. Au, au. Machen wir mal ein paar Wasser zum Gebäude räumen. Anders als ich glaube, durch die Laser ich auch einfach durch. Ah, was soll's. Yay. Krieg der Welten lässt grüßen. Ja. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Bonus? Ja, da, das wusste ich noch. Gruppen. Richtig. Dann diesen Eintrag erinnere ich mich. Indigene Population ist in zwei Gruppen gespalten. Diese bekämpfen sich gegenseitig trotz der Gefahr der Ausrottung durch unseren Angriff. Indigene Population ist extrem kriegerisch. Nach der Aktivierung der Brückenköpfe und der Öffnung des Gateways muss die gesamte indigene Population auf der Planetenoberfläche ausgelöscht werden. Okay. Als hättet ihr das nicht so oder so getan. Ohne Scheiß. Entschuldigen Sie, ich hätte gerne einmal den Heuchelsalat mit extra viel Mayo. Bitte. So, hauen wir durch. Tripod-Zeit. Ist wieder Tripod-Saison. Nice. Hui, wie sie da raushaut. Hey. Nein. No. Hui. Piu, 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 piu. PS. Piu, piu. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird wo kommt ihr denn alle her? Nein, ich meine Technologie, die Dingsbums, Baumskirchens. Okay, ich muss mal ganz schnell wieder zurück. Ich muss mal ganz schnell wieder nach Hause. Elfmal. Könnt ihr bitte mal kurz halten? Oh, ich habe ja noch meinen Schocktruppe. Das waren jetzt die, die von der GDI-Basis zurückgekehrt sind, glaube ich. Die sind dann eine Runde gelaufen. Holen wir mal bitte. Ich habe eigentlich die Technologien schon, aber ich hätte trotzdem gerne das Gebäude zurück. Oh, wie langsam das Teil auch einfach ist. Einheit befördert. Wird ausgebildet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nix da, Avatar. Aber apropos, ich hole mir mal ein paar. Phasenfeld, teilweise andere Dimensionen kann ich angreifen. Okay, starres Schild. Aua. Befördert euch mal ein bisschen hier weiter. Aktuell werden ja keine Lufteinheiten eingesetzt, sondern nur Bodeneinheiten, die sich von meinen Tripods ganz gut... Wie war das von wegen die Korruptoren? Wenn hier viel Infanterie wäre, würde ich dem zustimmen. Aber die Gegner spammen ja nur Fahrzeuge noch und nöcher. Vielleicht kann ich einen Explorer durchsneaken, um das andere Tiberiumfeld oben zu holen noch. Oh, haben die gar kein Schild mehr? Oder muss der erst noch nachladen? Initialisieren. Hui. Aus, Avatar! Tut mir leid, der Aufbruch nach Pandora wurde abgesagt. Und der Herr der Elemente hat sich auch krank gemeldet. Keine Avatare mehr. Alles vorbei.
So, mittlerweile haben wir ein paar Tripods. Ich glaube, wir können es fast mal versuchen. Den einen Avatar machen wir noch weg. Der nächste Avatar. Weißt du, willst du selbst mal sagen, du spammst nicht nur einen Einheit, aber du bist schon fast gezwungen, weil der Gegner das auch die ganze Zeit nur macht. Es reicht. Es ist vorbei. Es ist aus, Kane. Kane, Kanekin. I have a high ground. You underestimated my avatar. You underestimated my avatar. Don't try it. Could you underestimate my Tacitus? Wie auch gar nicht aus den Kasernen rauskam die ganze Zeit. Das waren nur Avatare im Spam. Die KI weiß jetzt einfach was Gutes. Nein, es tut mir leid, die müssen weg. Ich ärgere mich auch gar nicht mehr in den Kraftwerken rum, ich mache jetzt die Teile weg, ist auch Ziel. Sind sogar wahrscheinlich aufgeladen, Obelisten, ne? Die sind wahrscheinlich irgendwie stärker. Jetzt nicht durch Steinkanonen aufgeladen, sondern allgemein irgendwie wahrscheinlich durch die Skripte stärkere. Ich habe irgendwie das Gefühl, die halten mehr aus. Oh ja, muss nicht unbedingt. Okay, jetzt muss ich bloß noch einen nehmen, ne? Dann easy peasy geschafft. Ja, finde ich schön, dass die GDI quasi einfach von selbst zerstört wurde. Ich sag's ja, die Avatare. Ich habe die auch viel, viel schwächer in Erinnerung. Ich weiß, dass man damals die Avatare mit allem upgraden musste, was ging, dass die halbwegs mit dem Mammutpanzer mithalten konnten. Also zumindest braucht man mindestens den zweiten Laser noch und die Alpha vielleicht noch den Flammenwerfer, um im Nahkampf noch ein bisschen mitzuwirken, dass man so mit dem Mammutpanzer mithalten konnte. Also ewig viel Aufwand und Micromanagement reingesteckt. Und mittlerweile könnt ihr ja mit dem Mammutpanzer selbst ohne die Upgrades schon ziemlich gut aufnehmen. Ja, die wurden wirklich sehr, sehr stark gebufft. Hat ja auch schon mal ein bisschen die Patchverläufe geschrieben, dass sie anfangs wirklich sehr viel schwächer waren. Ja, dann hätten wir das auch. Hui, hui, hui. So, einmal rein, einmal erobern und alles ist gut. Und dann hätten wir Mission 3 auch schon geschafft. Nice. Gebäude erobert. Einsatzziel erreicht. Perfekt. Sind wir jetzt glücklich? Dienstdaten aktualisiert. Mhm. Intensivierung der Angriffe durch die indigene Population. Indigene Population wird aggressiver. Brückenköpfe gefährdet. Analyse der I-Core-LQ-Detonation abbrechen und Brückenköpfe sichern. Ja, bitte. Ah, Rügenwalde. Mission erfolgreich. Augenblick, wenn die Screen aus ist, sind die Rügenwalde-Werbung ansehen. Sie wissen, okay, wir sind auf dem falschen Planeten gelandet, Leute. Wir müssen ganz schnell woanders hin. Gott, so geht's ja wahrscheinlich bei dieser Ingrid-Werbung zu Indeed, ey. Dann, da wäre ich auch sofort weg, einfach, wenn ich von einem anderen Planeten wäre, wenn ich das sehen würde. Ich bin ja so schon weg und ich bin von diesem Planeten. Okay, wunderbar. Brückenkopf 19. Dort sehen wir uns dann das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zur vierten Mission der Screen-Kampagne Brückenkopf 19. Bis dahin. Bye-bye.